Das Ghetto Theresienstadt, das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz, das Austauschlager Bergen-Belsen. Wer waren die Künstler? Es waren ausgebildete Künstler, es waren Hobbymaler oder Laien, die sich nie zuvor künstlerisch betätigt haben und zum Teil auch nie wieder danach tätig wurden. Es waren Männer wie Frauen, Jugendliche wie ältere Menschen. Was hat es mit den Bildern aus den Lagern auf sich, wieder als möglich zu zeichnen? Das ist meine Frage jetzt gleich. Wer hat gezeichnet und welche Funktionen hatten die Bilder im Lager? Generell kann man die Bildproduktion in den Lagern in drei Kategorien einteilen. Das erste wären die Auftragsarbeiten, für die SS natürlich. Dann gab es halblegale Bilder und dann zum Schluss die verbotenen Bilder. Auftragsarbeiten waren zum Beispiel folgende. Das ist ein Bild von dem Maler Sieweg, der hat ein Bild gemacht oder vielmehr eine Auftragsarbeit. Das ist ein sehr großes Bild natürlich auch gewesen, man sieht es an den Dimensionen auch. Auch ein Ölbild, und zwar hat die Werkshalle in Auschwitz gezeichnet, so wie die SS sich das vorgestellt hat. Ein großes Bild, ein großes Werk. Man sieht das Leiden der Häftlinge nicht. Sie sehen vielleicht hier unten vorne einzelne Häftlinge im Hintergrund, im Bildhintergrund. Das war aber gar nicht das Hauptaugenmerk der SS. Wichtig war eben zu demonstrieren, das Lager, das Auschwitzlager ist effektiv gebaut worden. Und in dem Sinne mussten die Häftlinge auch sozusagen nach Berlin berichten. Es gab natürlich viele Tätigkeitsberichte, es gab auch Kunstwerke, um zu zeigen, wie effektiv, in Anführungszeichen natürlich auch, natürlich ein Grausen für die Häftlinge, aber wie effektiv die SS die Gebäude in Auschwitz hergestellt hat. Das ist ein Beispiel mit für eine Auftragsarbeit. Dann gibt es halblegale Bilder. Wie hier zum Beispiel ein Genrebild, ein Seestück. Das waren Bilder, die im Auftrag der SS angefertigt wurden. Das war eher so halb privater Natur. Es gab also viele SS-Offiziere, die wollten für ihre Familienmitglieder Bilder herstellen lassen und haben dafür Häftlinge in den Konzentrationslagern gesucht, sie aufgesucht und darum gebeten, die Bilder zu machen. Das Gebeten ist natürlich sehr anders zu verstehen. Wer diese Bilder auch gemacht hat, konnte Vergünstigung erhalten. In der Zeit, in der er malte, hatte er dann die Möglichkeit, ein Dach über dem Kopf zu haben. Wenn er nicht gut malte oder sie nicht gut malte, wurde schnell natürlich gesagt, das ist jetzt nicht ein gutes Bild und wir müssen die, oder die Nummer des Ausschusses, das Häftlings wurde die oft aufgerufen, ersetzen. Und das konnte oft tödliche Folgen haben. Das ist ein Bild eines Seestücks, Antoni Suchanek, der hat ein Bild gemalt, wo die polnische Flagge ganz oben zu sehen ist. Also das könnte man vielleicht ein kleiner Hinweis dafür geben, dass auch die Bilder, die im Halbauftrag der SS entstanden sind, vielleicht ein kleines Widerstandszeichen hatten. Polnische Flagge natürlich ganz oben als polnischer Häftling, das hat die SS im Zweifelsfall gar nicht gemerkt. Für diese Leute waren diese Bilder einfach Genrebilder, die sie zu Hause in ihren Offizierskasernen oder zu Hause bei sich aufgehängt haben. Das ist ein Bild aus dem Lagermuseum in Auschwitz. Es gab tatsächlich ein Museum, ein Kunstmuseum. Dort wurde auf Befehl des Lagerkommandanten Rudolf Fürst 1941 nicht nur Kunst aus dem geraubten Häftlingsbesitz ausgestellt, sondern auch zahlreiche Bilder im Auftrag der SS gemalt. Wie schon gesagt, Familienporträts und Genrebilder, die sieht man einem Maler bei der Arbeit, der eben ein solches Bild malen musste. Dann gab es natürlich die große Anzahl an illegalen Bildern. Hier gibt es ein Zitat eines Häftlings, Jaswetski, ein polnischer Häftling auch, aus Auschwitz-Birkenau, der hat etwas geschrieben, damit man so ungefähr sich vorstellen muss, wie es war, in Auschwitz-Birkenau illegale Kunst herzustellen, was es für den einzelnen Häftling bedeuten konnte. Ich zitiere: Schauer liefen mir den Rücken hinunter und das Blut stieg mir in den Kopf, als mir gesagt wurde, dass die SS-Männer meine Skizzenhefte mit Lagerzeichnung im Block entdeckt hatten. Jetzt muss ich dafür bezahlen, dass ich im Lager, in meiner Welt, in der Welt der Kunst leben wollte, dass ich der Kunst und der Geschichte zeigen wollte, was im Lager passiert. Es ist ein Verbrechen, ein Geheimnis. Und dafür muss ich büßen. Schläge in die Zähne, in den Magen. Du Hund, Pole, Kunstmaler,
ich bekomme ein halbes Jahr Päckchen und Schreibverbot und, damit ich über meine Verbrechen nachdenken kann, 3 Monate Strafkompanie. Ob ich das überlebe? Das ist ein der Beispiele, was den Menschen, die sich künstlerisch betätigt haben, blühen konnte. Dieses Bild ist ein sogenannter Ausschnitt.